Altphilologie. In den klassischen Sprachwissenschaften dreht sich alles um Latein und Griechisch. Denn den alten Römern und Griechen verdanken wir die Grundpfeiler unserer Zivilisation. Als Experte für Sprache und Kultur arbeitest du später vielleicht in einem Museum. Oder du setzt dein Wissen in der Tourismusbranche ein. Oder vielleicht hilfst du in einem Verlag Autoren dabei, ihre Ideen auf den Punkt zu bringen. Wenn du schon immer einen Blick in die Vergangenheit werfen wolltest, bist du im Bereich Altphilologie vielleicht genau richtig. Im Studium beschäftigst du dich mit Sprache als Voraussetzung für Text und mit Text als Voraussetzung für Literatur. Wenn du in der Schule Latein oder Altgriechisch hattest, wirst du in der Uni schneller vorankommen. Allerdings geht es hier nicht nur um das Übersetzen von Texten, sondern auch um ihre Einordnung in einen historischen und gesellschaftlichen Kontext. Altes ist nicht immer gleich altmodisch. Welchen Klassiker würdest du gern neu entdecken?